herzlich willkommen zurück auf dem Crash Academy Channel. Wir haben ein neues Showcase für euch und diesmal ist es ein ganz besonderes Showcase für uns. Ja, das ist halt mein absolutes Lieblingsthema, Piraterie, unsere ganz besonderen Freunde im Verse. Mhm. Also jetzt mal halt so Spaß beiseite, das ist halt schon nicht ganz unwichtig, ja? Also so wie es halt eben Leute wie Squashcore geben muss oder halt eben die Setzestreue geben muss, muss es natürlich auch Piraten geben, weil das ist ja Teil des lebendigen Universums, was Chris Roberts sich gedacht hat. Und seien wir ehrlich, die Nahrungskette funktioniert auch nicht ohne Futter. So ausgedrückt, unser geliebter Feind, die Piraterie, wie gesagt, eine der wichtigsten Spielmechaniken und Karrierezweige. Und sie sollen schon mit der Alpha 3.0 dann ins Spiel kommen. Deshalb kümmern wir uns heute um die ersten Konzepte, die wir kennen, für die Spieler da draußen, die gerne den Piraten-Hintergrund spielen wollen. Wichtig ist, wir unterscheiden aber hier auch zwischen Outlaw an sich und Piraten. Denn heute geht es uns nur um Piraten. Exakt, weil es gibt da schon eine leichte Unterscheidung, weil man kann natürlich sagen, nicht gesetzestreu, bam. Also so ganz so hart würde ich es halt eben nicht sehen, weil es gibt ja so Leute wie Han Solo zum Beispiel, das war jetzt ja nur auch kein Gesetzestreuer, sondern halt eigentlich so mehr oder minder ein ehrbarer Schmuggler, aber gut, er hat halt Greedo erschossen, zuerst, wie ich anmerken möchte. Es ist ja halt eben so, es gibt eine Abstufung zwischen halt so, sagen wir mal, Antiquitätenhändlern, die halt nicht mit Antiquitäten handeln, die ihnen gehören, oder sagen wir mal, Drogenschmugglern, wo man auch schon sagen kann, so, finde ich auch schon nicht mehr so gut, aber ist jetzt auch nicht so, als ob man permanent raubt, brandschatzt, vergewaltigt, mordet und Menschen raubt. Genau. Und das sind die Piraten. Ja, und darum geht es nämlich heute, denn diese Spielmechaniken konnten wir schon mal zusammentragen und damit beginnen wir auch mit der ersten Kategorie, nämlich der Mechanik an sich. Wie gesagt, Alpha 3.0 soll die Piraterie als offizielle Karriere mit ins Spiel bringen und wir wissen zu Anfang jetzt von folgenden basischen Mechaniken, die also da im Gameplay schon drin sein sollen, und zwar Angriff eines Frachtschiffes bzw. eines Schiffes, was Fracht trägt. Schon mal das Erste. Und dann natürlich damit verbunden das Boarding und das Ausschalten jenes Schiffes, damit man an diese Fracht rankommt. Ja, und dann will man die Fracht an sich bringen. Ja, und zwar das Stehlen ist natürlich halt eigentlich so eine Core-Mechanik bei der Piraterie. Und klar, wenn ich Pirat sein will, muss ich halt irgendwie überfallen können. So, und das Stehlen der Ladung soll halt manuell ablaufen. Was mich jetzt persönlich nicht sonderlich überrascht, weil ich meine, wie will ich jetzt halt das Beklauen von jemandem automatisieren? Mhm. Mit Drohnen vielleicht oder mit Robotern. Momentan ist es erstmal nur so, dass man halt so die Kisten halt wirklich mit Grabby Hands aufheben und in sein eigenes Schiff tragen muss. Es ist also eine Spekulation von uns, dass zum Beispiel große Kisten, die so wirklich man schon gesehen hat in den Preview-Videos, dass die vielleicht aktuell in der 3.0 noch gar nicht geklaut werden können, sondern halt wirklich nur kleinere Sachen. Ist aber Spekulation. Es kann sein, dass sie die Antigrav-Antriebe sogar schon drin haben, wird man dann sehen. Und das Wichtigste ist natürlich, ist halt, ich muss diesen Krempel ja auch wieder verkaufen können, weil sonst wird er ja kein Schuh draus oder kein Geschäft. Dementsprechend wird es dann natürlich halt so spezielle Märkte dafür geben. Grimhex wahrscheinlich, ja, Port Odisa sehr unwahrscheinlich. Dementsprechend wird es da halt eben auch halt die gesetzlosen Stationen eher sein, die für die Piraten interessant sind, was jetzt auch keine große Überraschung darstellt. Stimmt. Levski auf jeden Fall ist auch wieder ein guter Anlaufpunkt für einen illegalen Markt zum Beispiel, den es da geben soll. Ist auch so angekündigt. Wir haben zwei weitere Mechaniken, die unter Umständen mit drin sind. Das wissen wir jetzt an der Stelle noch nicht, aber die das Spektrum erweitern können. Das eine wäre E-War. Genau, also Scrambler, EMP zum Beispiel, oder das Hacking wäre halt eben auch eine Sache, die halt wichtig wäre, um den Bordcomputer von außen auszuschalten, Türen zu öffnen und ähnliches. Und genauso die Traktorstahlmechanik, die mit der Caterpillar ja ins Spiel kommen soll, wie man gehört hat. Mhm. Was heißt, zu 3.0 sehen wir dann auch die Caterpillar? Hoffentlich. Wir wissen es natürlich noch nicht. Sie machen aber gute Fortschritte, hat man letzte Woche bei ATV nochmal gesehen. Und da kann es durchaus sein, dass die Caterpillar das größte Frachtschiff sein wird, was mit in der Alpha 3.0 ist. Es könnte unter Umständen sein, damit der Traktorstrahl, und damit wäre vielleicht auch ein bisschen mehr Automatisieren beim Verladen möglich, wenn es den Traktorstrahl dann gibt. Na gut, der Traktorstrahl ist in erster Linie dazu da, um Gegner im freien Raum festzuhalten oder Schiffe am Flüchten zu hindern, aber genauso auch Ladungen aus dem freien Raum in den Frachtraum zu buxieren, was ja nicht so ganz unwichtig ist für die ganze Pirateriegeschichte, aber auch für alle anderen, die halt eben keine Platten sein, wird die Traktorschau-Mechanik halt, und das Salvaging zum Beispiel, wird halt eben auf jeden Fall darauf basieren. Richtig. Ja, wir haben natürlich dann noch den Ausblick darüber hinaus, wie Dozer schon angesprochen, Zukunft soll das eben mit dem Hacking noch möglich sein, da könnten zum Beispiel auch bestimmte Türen dann geöffnet werden, die zum sonst verschlossen wären, dass ihr euch da einhackt im gegnerischen Schiff und eben bestimmte Bereiche öffnet oder sowas, ne?
Das ist ja Teil der EWOM-Mechanik. So zum Beispiel auch Data Spike Missiles oder ähnliche Projektile, die man benutzt, um den fremden Bordcomputer halt direkt anzugreifen, das ganze Schiff auszuschalten oder halt die Crew in ihre Quartieren einzuschließen und ähnliches Zeug. Genau. Aber alles große Zukunftsmusik. Genauso ist es aber auch so, dass halt die Lösegeldmechanik halt auch noch auf der Agenda steht. Wann die kommt, wissen wir nicht. Allerdings ist es halt eben so, dass man halt so für NPCs wohl welche bekommt und für Ladung. Spieler ist noch unklar, wo ich mich dann frage, okay, aber wie funktioniert denn das denn, wenn ich Lösegeld für Ladung fordere? Und der Typ bezahlt dann wirklich. Ja, dann gibst du ihm das, dann schmeißt du ihm das irgendwo hin und sagst, da kannst du den Kram einsammeln. Also ich bring's ihm ja nicht wieder zurück, sondern ich sage ihm einfach nur, wo ich es dann ins Asteroidenfeld geworfen habe. Hoffentlich ist es noch da, tschüssi. Genau, so in der Art. Also das heißt, der Händler würde dann sozusagen die Ladung wieder für einen guten Preis von dir zurückkaufen, wenn es entsprechend wichtig ist. Das Gleiche soll mit Missionen und NPCs möglich sein. Das heißt, man nimmt einen NPC in Gewahrsam als Pirat und verkauft ihn so dazu. Gewahrsam. Ja, genau. Ich hätte es jetzt Kidnapping genannt, aber ist okay. Genau. Ob das mit Spielern und Lösegeld funktioniert, ist tatsächlich noch nicht klar, das können wir auch an der Stelle noch nicht sagen, da gibt es auch keine Informationen zu. Was auch noch nicht in der Alpha 3.0 drin sein wird, so wie es jetzt aussieht, aber später kommt, ist eben das Stehlen ganzer Schiffe. Na gut, das ist ja auch noch nicht so ein richtiger, also was heißt Stehlen? Klauen kann ich ein Schiff jetzt schon, also ich kann mich reinsetzen, damit wegfliegen, deswegen ist es aber noch lange noch nicht meins, weil wenn ich mich dann auslogge, ist es weg. Und die Idee ist ja davon, wenn ich ein Schiff stehle, dass es dann meins ist. Mhm. Dafür muss es aber erstmal sowas wie Eigentumsrechte an Schiffen geben, die dann auch irgendwie verwaltet werden, weil Schiffe können ja auch ganzen Organisationen gehören und nicht nur Einzelpersonen. Und das alles ist ja noch Zukunftsmusik. Das heißt, das wird in der 3.0 noch nicht drin sein. Ja, man kann zum Beispiel ja auch noch gar keine Schiffe kaufen oder verkaufen. Das bedeutet, damit würde sich auch das Stehlen von Schiffen, wie Dosa so schön ausgeführt hat, schon mit dem Ausloggen quasi wieder erledigt haben. Aber in Zukunft soll man das natürlich machen können, sodass man auch Schiffe auf dem illegalen Markt dann wieder verkaufen kann. Oder, dass man sich zum Beispiel in irgendeinem Hacking-Kiosk halt jemanden sucht, der einem die Fahrgestellnummer ersetzt. Mhm. Genau. Wahrscheinlich halt ein bisschen sophisticated oder man baut einfach einen neuen Transponder ein. Ja. Wie auch immer, es wird da aber auch Durchstufungen geben, weil es gibt ja verschiedene Systeme, die halt verschieden hart kontrolliert werden, so Kernsysteme wie Terra, höchste Sicherheitsstufe, äußerer Rim ist halt geringere Sicherheitsstufe und wahrscheinlich wird es da halt auch verschiedene Level geben, wie gut die Transponder-Signatur gefälscht ist, beziehungsweise in den Kernsystemen, die besser vernetzt sind und wo die Security halt eben mehr auf Zack ist, werden die relativ schnell feststellen, dass dieser Transponder-Code, den sie da sehen, dass das halt Bullshit ist. Ja. Genau. Und die Mechanik, die dafür mit wieder freigeschaltet werden soll, wäre, dass man ein Schiff dann wieder versichern könnte. Das heißt, wenn man es normalerweise klaut, wird es der Versicherung gemeldet, dann ist das Schiff nicht mehr versicherbar und man ist auf eigenem Risiko unterwegs. Wenn man diese Fahrgestellnummer dann verändert, diese ID von dem Schiff selbst, könnte man es wieder versichern, muss aber aufpassen, dass man nicht erwischt wird. Klar. Das sind diese Punkte und dann, was eigentlich alle Karrieren nochmal zusammen haben, auch die Piraten natürlich später, wäre die Kontrolle von außen. Posten. Ja, insofern wäre damit gemeint, dass man sowas wie Grimhacks finden kann, also eine Station tatsächlich halt irgendwo im Asteroidenfeld, eine verlassene Mining-Station, wie es bei Grimhacks der Fall ist, oder tatsächlich eine eigene Station kapern und das dann halt deine Base of Operations wird. Weil zum Beispiel, wie wir gehört haben, die Caterpillar, wenn man mehrere davon hat, kann man ja zu einer Raumstation zusammenstecken, die dann auch gewissermaßen mobil ist und irgendwo im freien Raum hängt, aber so eine große Basis, wo ich halt eben Fracht lassen kann, wo ich Schiffe reparieren kann, wo ich halt auch Crewquartiere habe, das ist ja was, wovon ja dann eine größere Piratenorga wirklich extrem profitieren würden, wovon ja auch jeder irgendwie so ein bisschen träumt, glaube ich. Absolut, kann ich mir gut vorstellen. Und damit kommen wir auch schon zum zweiten Unterpunkt, nämlich der Karriere an sich. Ja, die erfolgreiche Karriere insgesamt in Star Citizen ist generell von der Reputation, also vom Ruf abhängig. Bei Piraten würde das natürlich bedeuten, dass ihr euch entsprechenden Outlaw-Fraktionen, Syndikaten, Verbrecherorganisationen oder eben auch Piratengangs direkt annähert mit eurem Ruf, ne? Also für die Sachen macht. Okay, das heißt halt, ich muss halt, also es gibt sozusagen einen Bösimeter und je böser ich bin, desto besser stehe ich halt mit den Piraten-Orgas halt eben gut auf du, sagen wir mal, und desto schlechter sind die Behörden auf mich zu sprechen. Aber ich bekomme natürlich, je weiter ich halt eben in diesem Bösimeter aufsteige, desto besser werden die Missionen, die ich halt machen kann und damit verdiene ich mehr Kohle. Ja. Genau. Wie du schon angedeutet hast, bedeutet das natürlich, dass man gleichzeitig meistens einen negativen Ruf eben bei der UEE, der Advocacy, an lokalen Behörden oder auch an privaten Sicherheitsdienstleistern hat. Das heißt, es kann sein, dass dann man dadurch eben bestimmte Teile von Star Citizen sich einfach von ausschließt, weil
weil man da nicht mehr rein darf als der eine Charakter oder man eben auch da auf eine gefälschte ID zurückgreifen muss. Ja, weil man sonst sofort die Sicherheitsdienste am Arsch hat und das wird dann recht schnell sehr unangenehm, weil ich meine, ja, auch wenn sie im Skill-Level nicht so hoch sind, sie sind auf jeden Fall viele und halt auch das beste Schild geht halt irgendwann mal nach. Ja, beim Reputationssystem ist es übrigens so, angekündigt ist es tatsächlich, dass man sich auf mehrere Arten Reputationen oder Rufe arbeiten kann. Natürlich einmal, dass man für jenen Auftraggeber, für jene Fraktion Missionen erfüllt. Dann natürlich, dass man in irgendeiner Weise Aktionen macht, die jemand anderen beeinflussen, wie zum Beispiel das Ausschalten von Comrades jetzt im Spiel, erwirkt ja schon, dass man einen Gesuchtstatus bekommt. Ja, ich weiß. Und das ist halt eben einer dieser kleinen Unschärfen im Gameplay, wo ich halt nicht so ganz verstehe, wie das funktioniert, weil ich meine, sagen wir mal, okay, da ist dieses Comrade und das sendet. So, ich gehe jetzt da rein, lege diesen Schalter um, was an sich jetzt ja halt noch nicht mein krimineller Akt ist, aber ich kriege dann natürlich erstmal halt so irgendwie einen Criminal Stat, wo ich dann so frage, okay, wie funktioniert denn das jetzt genau? Ich meine, das Comrade ist aus. Wie wird denn das weiter kommuniziert? Ja, an alle anderen. Ja. Also, selbst wenn man das außer Acht lässt, ist es halt einfach so, wie legen die denn fest, wenn das Comrade wirklich ausgeschaltet hat? Da ist ja keiner. Mhm. So, das heißt halt, wenn man sagt, okay, du warst der Letzte, der an diesem Comrade dran war, okay, dann versteht, ja gut, dann wird er wahrscheinlich das gewesen sein. Wenn aber mehrere Leute drumherum fliegen, warum kriegen die nicht alle so ein Stat? Das sind halt alles so Sachen, also da wird man sehen, wie sich das auflösen lässt. Richtig. Aber genau so läuft es ja momentan. Aber ähnlich geht es ja halt eben auch damit, sogar die nächste Mechanik ist ja, dass man seine Akten dann halt löscht, also halt quasi seine Kriminalakte dann halt einfach wieder ungeschehen macht, indem man sie dann halt eben jetzt auf Security Outpost Career hackt. Mhm. Was die nächste Unschärfe im Gameplay wäre, die mich halt so ein bisschen aufregt, weil Career ist in einer nicht abgedeckten Zone. Das heißt, da findet halt offenbar keine Langstreckenkommunikation statt. Wie geht's denn, dass ich halt eben auf einem Outpost, halt, der nicht angebunden ist, halt meine Akte hacke und überall sonst auf einmal nicht mehr gesucht bin? Ja, gute Frage. Brieftaube wahrscheinlich oder so. Oder so, ist es halt einfach so stille Post? Weiß man nicht. Man tatsächlich nicht. Aber aktuell, man sieht eben die ersten Varianten dieses oder die erste Form dieses Reputationssystems und darauf baut es auch später für Piraten ab. Das heißt, es wird wirklich überwachte Teile geben, wo man sehr schnell dann auch einen Gesuchtstatus bekommt und es wird eben weniger überwachte oder gar nicht überwachte Teile geben, da kann man da tatsächlich ausleben, wie man möchte. Und das ist dann eben ganz wichtig für Piraten zu wissen, wo sie sich aufhalten. Ja, aber es ist halt natürlich nicht nur für Piraten wichtig, sondern halt, wir haben ja vorhin schon gesagt, wir unterscheiden da zwischen Outlaws und Piraten. Ja. So, und das Problem ist ja, wo ist die Grenze und vor allen Dingen, auf welcher Seite befinde ich mich gerade? Ja. Weil, sage ich mal, wenn ich jetzt wirklich ein Vollblutpirat bin und sage halt so, okay, haha, the pirate's life for me und halt so, bam, 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 bam. Okay, alles klar, so, dann wissen die anderen auch Bescheid, ah, okay, Pirat, cool, finde ich super. Auf der anderen Seite habe ich dann den Outlaw, der mal hier so ein bisschen, da so ein bisschen, mal so ein bisschen Kopfgeld jagt und dann halt mal so irgendwo ein bisschen was klaut und verscherbelt und das ist halt immer alles so ein bisschen unscharf. Und naja, da macht man sich ja dann schon Feinde auf beiden Seiten. Das ist genau ein ganz wichtiger Punkt, wo wir einfach sagen, unserer Spekulation nach wird man es als Grenzgänger am schwierigsten haben. Wie du schon sagst, der Feuerblutpirat, ja, der hat gute Connections inzwischen aufgebaut, der kennt seine Leute, der kennt die Fraktionen, der weiß auch, wo bewege ich mich nicht einfach so hin oder wo brauche ich eine gefälschte ID oder wo brauche ich eine Eskorte. Andererseits, die gesetzestreuen Bürger werden das auch wissen, die werden auch den Schutz der Behörden haben, der UEI unter Umständen, der Advocacy und eben natürlich wissen, okay, das ist Piratenterritorium, unbewaffnet gehe ich da nicht rein. Ja? Aber Grenzgänger, die wirklich sagen, ach, ich mach mal das und mal das, das wird anstrengend, glaube ich. Höchstwahrscheinlich, weil du kommst halt nirgendwo wirklich in den inneren Zirkel und hast im Zweifelsfall halt auf keiner Seite Freunde, die dir den Rücken frei halten, sondern eher, die haben noch eine Rechnung mit dir offen. Genau. So, das ist halt so ein Ding, aber da reden wir nochmal halt so im Outlaw-Showcase drüber. Ja. Dementsprechend geht es jetzt erstmal nochmal weiter an dieser Stelle. Mal gut, mal böse kann anstrengend werden, haben wir einen Haken dran, aber es ist natürlich auch so, wie lukrativ wird denn diese ganze Piratengeschichte sein? Ja, also unser Tipp ist dazu, es wird wahrscheinlich ein hohes Risiko sein, Pirat zu sein, aber es wird eben auch die Möglichkeit auf einen hohen Gewinn haben. Das bedeutet, wir sind eigentlich konstant im PvE oder PvP-Geschäft. Das heißt, Kampf wird immer immanent irgendwie Bestandteil von der Piraterie an sich sein. Ja, und wenn ich den Kampf verliere, dann sieht es schlecht aus, denn die Chancen auf Rettung stehen nicht gut. Eben nur mehr. Das ist ja halt eben auch so eine Sache, dass als Pirat wird man halt eben gerade halt so, wenn man keine Piratenrettungsorganisation hat, was in sich halt schon ein bisschen komisch ist, wird man, selbst wenn man sich in die Rettungskapsel halt so gesetzt
gesetzt hat und rausgeschossen hat, wer sammelt einen denn da auf? Ja, die außer, eigenen Leute? Außer das UEI. Oder halt so jetzt die eigenen Leute, die dann sagen, naja, weißt du, halt ich so, muss mal weg. Also, Beute durch 5, Beute durch 4. Durch 4 finde ich besser, lassen wir den mal da. Genau. Ja, das ist halt so die Kiste dabei. Und zum Beispiel ist es ja auch so, es heißt ja halt eben auch nicht, dass selbst wenn halt ein hohes Risiko besteht, dass dann wirklich halt auch eine hohe Gewinnchance drin ist. Weil, wenn man sich jetzt mal kurz in Erinnerung ruft, die Demo, die wir auf der Gamescom gesehen haben, ja, diese Mission ging halt immer weiter. Mhm. Und irgendwann hätte man sich vielleicht denken können, so, ich glaube, ich nehme jetzt das, was ich habe und mache jetzt mal einen Schuh, genau. Weil am Schluss kriegst du nämlich aufs Maul, hast du gar nichts mehr, wenn du Pech hast, weil du dich mit halt Piraten oder so zwielichtigen Gestalten eingelassen hast. Oder einfach Leute, die den längeren haben auf Deutsch. Ne? Also, das kann eben genau passieren und darum, glaube ich, werden Piraten sehr genau abwägen müssen, was sie denn wirklich machen, denn sie werden im Zweifel gejagt sein. Es wird bestimmte Gebiete kriegen, wo sie eben nicht einfach durchfliegen können, ohne dass sie nicht irgendwie den ganzen Rattenschwanz der Advocacy hinter sich haben. Permadeath ist eben auch so ein Punkt, wo man sagt, es kann sein, dass die Charaktere da laufend mal hops gehen, weil sie sich entweder nicht mehr aus dem Knast freikaufen können oder weil sie einfach sterben. So, permanenter Kampf bedeutet halt eben auch permanenter Charakterverlust. Also so irgendwo als logischer Schluss. Das heißt, irgendwo muss da halt schon eine gewisse Gewinnspanne rumkommen. Was automatisch aber auch heißt, es ist definitiv keine Einsteigerkarriere. Ja, ganz wichtig. Und damit kommen wir jetzt auch zum dritten Punkt, nämlich der Crew an sich. Unserer Meinung nach ist Piraterie kein Job für eine Person. Also dein Beispiel vorhin im Vorgespräch mit der Aurora fand ich sehr gut. Ja, es ist halt einfach so, wenn man sagt, naja, weißt du, Einsteiger haben jetzt halt noch nicht die besten Schiffe und ich sag halt nur so, Captain Blaubart und seine Mustang Beta des Todes. Nicht so beeindruckend, aber genauso so ein Pirat, der in seine Aurora angeflogen kommt, und geht überleben. So, ist jetzt noch nicht so beeindruckend, wird vielleicht halt eben auch später halt eine Nummer sein. Auch so eine Buccaneer, ja, die ist gut bewaffnet, die ist schnell, die ist schon hart, aber sie ist halt alleine. Ja. So, und wenn ich halt irgendwie auch Beute machen will, das Ding hat keinen Frachtraum. Ja, genau. So, also ihr seht schon, das Problem ist schlicht und ergreifend da schon strukturell angelegt. Ich brauche eine Crew, ja. Captain Jack Sparrow, der war zwar besoffen und sehr lustig, aber er war halt vor allen Dingen nicht alleine. Er hatte ein Boot und er hatte eine Crew. Richtig, ein Schiff, wie er immer so schön sagt. Ja. Nichtsdestotrotz, NPCs können natürlich helfen an der Stelle, können unterstützen, aber da sind wir wieder bei der alten Diskussion. Was werden die NPCs können? Wie gut sind die drauf? Wie gut helfen sie mir wirklich? Leute, können wir an der Stelle noch nicht sagen. Chris Roberts hat schon gesagt, naja, das Schiff wird funktionieren, du wirst es bemannen können, du wirst wahrscheinlich auch damit ein bisschen kämpfen können, weil die NPCs natürlich bis zu einem bestimmten Punkt funktionieren, aber du wirst einer menschlichen Crew immer unterlegen sein. Das bedeutet im PvP, keine gute Idee. Gerade nicht, wenn du an deinem Schiff hängst. Absolut, ja. Und wo wir da gerade bei Schiffen sind, wir haben natürlich auch spezialisierte Schiffe, in Anführungszeichen, für diese Karriere, gerade für die Piraterie. Drake Interplanetary schmeißt sich da ganz weit nach vorne mit ihrer Serie. Angefangen mit dem Flaggschiff, möchte ich es mal nennen, aus der Reihe, nämlich der Caterpillar, die unserer Meinung nach hervorragend funktionieren könnte als mobile Basis für Piraten, sehr modular an sich und außerdem natürlich auch als Transporter, um den ganzen Loot wegzukriegen. Ja, auf jeden Fall genügend Frachtraum. Du kannst halt verschiedenste Module reinstellen. Du kannst halt von da aus Dragonflies starten oder halt eben Waffen reinbauen. Du kannst da drin Truppen transportieren. Du kannst das Ding aber auch komplett zum Wohnmodul ausbauen, um daraus eine mobile Base of Operations zu machen. Als Kommandozentrum eignet sie sich. Also das wäre halt so das Herzstück. Dann als nächstes wäre natürlich halt so die Cutlass-Reihe halt eben da als Landungsboot oder als Salvager könnte man nehmen. Als Salvager vielleicht auch, um Sachen aufzusammeln. Dann gibt es natürlich die Buccaneer als Jägerunterstützung, als Eskorte. Mhm. Und dann am Schluss haben sie natürlich auch noch für die Aufklärung, haben wir dann festgestellt, die Herald. Ja, klar. Ja, weil ich meine, in sich ist es ja, die ist ein Inforunner, aber seien wir mal ehrlich, ja, wenn ich Daten geklaut habe und schnell weg muss, ist das auch ein Inforun. Richtig. Mit der Betonung auf Run halt. Also, ja. Sehr, sehr praktisch dafür mit Sicherheit, um auch schnelle Meldungen weiterzugeben, um zum Beispiel größere Flotten aufkommen oder auch wirklich einen Einsatz von der Advocacy anzukündigen, so dem Motto, da sollte man nicht lang. Was auch ginge, noch als Überlegung, als reine Scanner-Plattform, um zum Beispiel eine einzelne Handelsroute zu überwachen, wäre zum Beispiel eine Terrapin oder eine Tracker, die man irgendwo versteckt. Oder die man einfach da irgendwo an die Sprungpunkte setzt und die einfach die Schiffe, die vorbeikommen, einfach scannt auf Ladung halt, mit Hochleistungsscannern und das dann halt einfach direkt dann weitergibt. Richtig. Unsere Spekulation dazu ist übrigens, dass wir der Meinung sind, dass große Piratenflotten mit dem fetten Jolly Roger irgendwie auf dem Bug zwar total geil anzuschauen sein würden, aber glaube ich sehr selten sein werden bei Star Citizen. Wir denken eher, dass es kleine, sehr spezialisierte Gruppen von 10 bis 15 Spieler sind, die genau gucken, wen sie angreifen, wo und wann.
Ja, du musst strategisch auf jeden Fall genau agieren, weil die Sache ist ja, als Piraten, haben wir schon jetzt mehrfach ausgeführt, du bist halt einfach in der misslichen Lage, dass du halt im Notfall halt nicht überall untertauchen kannst. Ja. Du wirst da wenig Hilfe bekommen, dementsprechend musst du halt strukturell darauf achten, dass du wenig Verluste einfährst. Du musst dir ganz genau überlegen, wann und wo schlage ich zu, um was zu erbeuten. Ja. Und das musst du auch permanent bewerten, weil wenn deine Mission halt in den ersten 5 bis 10 Minuten nicht so läuft, wie ich möchte, dann muss der Boss oder der Captain halt direkt halt den Angriff abblasen und man muss sich zurückziehen, weil im Zweifel bedeutet das sonst, dass du halt eben deine Schlagkraft verlierst, dass du halt im schlimmsten Fall halt dein Trägerschiff verlierst oder ähnliches, und das als Pirat erstmal wieder ranzuschaffen, ist gar nicht einfach. Nee. Ja. Und deshalb glauben wir auch, dass gute Piratenteams wirklich eine hohe Disziplin brauchen, also anders als wirklich die versoffenen Tortuga-Jungs, die man so aus Filmen kennt, sondern dass es wirklich Profis sind, die auf diesem Bereich sind. Darauf freuen wir uns auch ganz besonders, das ist für uns natürlich ganz besonders spannend, gegen Leute anzutreten, die wirklich auch ganz gezielt vorgehen und entsprechend auch geschickt sind. Und ja, damit kommen wir quasi nochmal zum Wrap-up, zum Fazit. Piraterie wird ein entscheidender Teil von Star Citizen werden und für viele auch eine spannende, interessante, schnelllebige Karriere im wahrsten Sinne. Mhm. Aber wie du schon sagtest, einsteigermäßig würde ich mich halt eben erstmal mit dem Outlaw halt so ein bisschen beschäftigen. Ich würde mal gucken, wie das dann halt eben so für mich läuft. Erstmal ein kleines Schiff erarbeiten, dann halt so ein paar Missionen machen. Man kann ja so ein bisschen reinschnuppern, aber dann halt muss man sich dann halt die Frage stellen, okay, wie will ich denn jetzt wirklich spielen? Habe ich permanent Bock, dass die Leute hinter mir her sind? Wenn ich einen Cramp-Stat habe, wie einfach werde ich den dann los? Weil ich meine, jetzt haben wir so dieses Mini-PU, da ist klar, wo man hingeht, dann drückt man auf den Knopf und dann ist wieder in Ordnung. Ja. So, dann lässt die Career Security dann in Ruhe. Das wird nachher im Persistent Universe halt eben nicht so sein, und dementsprechend muss man sich dann da halt wahrscheinlich erstmal so ein bisschen vortasten und schauen, okay, also wie hart will ich jetzt wirklich da rein? Mhm. Und wenn man dann halt sich dann in bestimmten Ruf erarbeitet hat, eine gewisse Ausrüstung erarbeitet hat und vor allen Dingen auch die Skills erarbeitet hat, dann kann man wahrscheinlich dann halt eher mal gucken, okay, jetzt mal Pirat, mal gucken, wie es läuft. Ja, genau. Aber direkt am Anfang, glaube ich, ist das halt nicht unbedingt schwierig. Ja. Genau. Darum insgesamt unsere Einschätzung ist, wenn man wirklich erfolgreicher Pirat werden will, eine kleine, feste, coole Crew zusammensuchen, die starke Nerven hat, die gutes Teamplay auch mit sich bringt und die für diesen quasi wirklich gefährlichen Knochenjob auch gemacht ist. Ansonsten kann ich von meiner Seite nur sagen, wir freuen uns sehr auf respektable Piratenbanden und unsere Gegner und natürlich auf die entsprechenden Begegnungen dann im Verse. Respektabel? Ernsthaft? Das ist jetzt wirklich das einzige Wort, was dir dazu eingefallen ist. Respektabel im Sinne der Kampfkraft? Ja, könnte man sagen. Ich schenke dir einfach nochmal zu Weihnachten irgendwie ein Wörterbuch. Ja, in diesem Sinne, ja. Genau, ich glaube, wir sind durch mit dem Showcase. Mehr oder minder. Wir wollten ja noch dazu sagen, dass halt eben natürlich nicht zu bestreiten ist, dass wenn man halt dann so eine kleine Piratenorder zusammen hat, die halt eben auch exakt und gut miteinander funktioniert, hat man die Möglichkeit, sehr schnell sehr viel Geld zu verdienen. Ja, genau. Das ist natürlich der Reiz an der ganzen Geschichte, weil halt lohnfrei wird die Sache halt eben nicht sein. Nur das Risiko ist halt eben sehr hoch. So ist es, genau. Also in dem Sinne, wenn ihr Kommentare habt, schreibt sie bitte direkt unter die Episode, auch wenn ihr Fragen weiterhin zur Piraterie selbst habt. Immer wieder her damit mit eurem Feedback. Liked oder disliked die Episode, je nachdem, wie sie euch gefallen hat. Abonniert natürlich den Channel, wenn ihr weiter zu Star Citizen up to date bleiben wollt. Und wenn ihr uns als YouTube-Creator unterstützen möchtet, dann geht doch mal auf unser Patreon-Profil. Würde uns sehr freuen. In diesem Sinne, verabschieden sich Dozer und Sawyer. Bis zum nächsten Mal mit einem See you on the flight deck! Jetzt gehen wir Piraten hauen. Yeah.